herzlich willkommen, Feuergamer. Zack McFly wieder am Start hier. Heute mit etwas anderem Video, kein Let's Play. Ich glaube, im Unboxing-Video hatte ich es schon angekündigt, dass ich euch mal so ein bisschen zeige, wie ich die Quest mit dem PC verbinden kann. Klar, wir haben natürlich das Oculus Link-Kabel, das dann im PC steckt. Ich kann es einstecken, Oculus Link aktivieren und kann dann zum Beispiel auch SteamVR nutzen. Aber es gibt noch ein paar mehr Möglichkeiten. Und zwar, man sieht es hier schon über die App SideQuest. Und damit kann ich zum Beispiel auch das Bild von der Quest auf dem PC spiegeln und das mit Kabel, aber auch als Wireless-Lösung ohne Kabel. Und das Ganze hat auch einen eigenen Store, das heißt, da gibt es auch noch ein paar mehr Spiele, die man sich dann auf die Quest laden kann. Und man kann auch die Einstellungen von der Quest verändern. Zum Beispiel, dass man die Aufnahmefunktion verändert, weil die Quest 1, ich kann es euch mal zeigen, nimmt also von Werk aus in einem kleinen Bildschirm auf. Und über SideQuest kann man das Ganze beeinflussen und dann in Vollbild aufnehmen. Fangen wir erstmal an mit den Basics. Was müsst ihr machen, um die Oculus mit SideQuest zu aktivieren? Dann fangen wir erstmal an, natürlich sidequestvr.com. Als allererstes müsst ihr natürlich die App runterladen, SideQuest. Ich mache sie jetzt mal auf und so sieht das Ganze dann aus. Er versucht zu verbinden, connecten und das klappt nicht. Obwohl die Quest eingesteckt ist, das erkläre ich jetzt gleich, warum er die jetzt nicht erkennt. Denn was noch wichtig ist, ihr müsst einen Entwickler-Account machen. developer.oculus.com. Dort meldet ihr euch dann an und aktiviert euren Account, den ihr auch auf der Oculus habt, als Entwickler-Account. Und dann müsst ihr das Ganze auch noch auf der Oculus Quest aktivieren. Und ja, dafür braucht ihr dann jetzt auch noch die App fürs Handy. So, wenn ihr die App dann gestartet habt, ich zeige euch das jetzt mal hier kurz, geht ihr auf Einstellungen und seht hier schon, er hat es jetzt bei mir schon mit der Oculus Quest 2 sich verbunden. Das, denke ich mal, sollte auch kein Problem sein. Die müssen demselben WLAN sein, ne, noch nicht mal. Ich sehe hier oben rechts, ist LTE sogar aktiviert. Kann sein, dass es beim allerersten Mal, dass sie dann in einem WLAN sein müssen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr dann auf weitere Einstellungen geht, Entwicklermodus und dann den Entwicklermodus einschaltet. So, wenn ihr den Entwickler-Account noch nicht eingerichtet habt, dann müsste da auch eine Fehlermeldung kommen. Ich meine, bei mir war das am Anfang so. Genau, aber ja, wenn ihr so weit gekommen seid, dann ist eure Brille bereit, sich mit Oculus, nee, mit SideQuest zu verbinden. Und wir sehen auch schon hier beim Minimieren sofort, Oculus Quest 2 wurde über die IP gefunden. Fangen wir erstmal an mit dem, ich sag mal, zum Aufnehmen erstmal wahrscheinlich bequemste Weg und stabilste Weg. Und zwar das Aufnehmen über die Oculus Quest selber. Ich setze ihn mal kurz auf. Man sieht, die Verbindung wird verloren gegangen. Geht verloren. Und ja, ich habe die Quest jetzt auf. Gehe mal ein bisschen zurück. Und starte jetzt einfach im Menü mal eine Aufnahme. Ich kann mich ja auch nochmal hinstellen. Nee, das macht keinen Sinn. Ja, ich schaue mich kurz um und Aufnahme beenden. Und ich kann mir mein Video jetzt ansehen. Man kann sich das dann auch auf der Oculus ansehen. Da ich jetzt nicht mehr aufnehme, macht das keinen Sinn. So, und dann zeige ich auch mal ganz kurz, wie das dann am PC aussieht. Einmal die Quest verbinden und im Menü den Datenzugriff zulassen. Oculus Link Beta-Version muss man jetzt nicht aktivieren dafür.
Und wenn ihr das getan habt, dann seht ihr auch, erstmal alles schließen, dass ihr hier die Quest 2 findet. Mir ist aufgefallen, wenn das jetzt alles nicht korrekt ist, dann, also ohne diesen Entwicklermodus, dann wird mir das hier auch gar nicht als Quest 2 angezeigt. Mir fällt es gerade nicht mehr ein, was da stand, aber es stand was anderes da. So ist auch schon mal ein kleiner Indikator, wie man erkennen kann, ob das mit diesem Entwicklermodus geklappt hat. Wenn das aber alles geklappt hat, geht ihr auf den internen Speicher, Oculus, Videoshots. Und dann seht ihr das nochmal, was ich gerade eben aufgenommen habe. Ist jetzt vielleicht interessant auch für Leute, die keinen Greenscreen haben, wenn sie aufnehmen wollen. Dann kann man hier rechts im Prinzip den Bildschirm von der Aufnahme zeigen und hat links nochmal so einen Streifen, wo man sich dann selber zeigen kann. Und dann ist das Ganze, sage ich mal, auch halb so wild. Aber wenn man jetzt zum Beispiel wie bei mir einen Greenscreen nutzt, ich lösche das mal wieder. Dann möchte man natürlich auch in Vollbild aufnehmen. Das Ganze funktioniert, indem ihr Run ADV Commands geht und dann auf Custom Command. Die Kommandos schreibe ich auch noch in die Kommentare. Allgemein alles, was ich jetzt hier so erwähne oder verlinke, wird alles immer unten in die Kommentare reingeschrieben. So, und ich mache das jetzt einfach mal hier. Es sind ein paar Kommandozeilen, die man dann kopieren kann. Ich habe mir die selber in einem Dokument hier mal abgespeichert. So, wir sagen einmal hier Weite 1920 Pixel, Höhe 1080 Pixel. Ich weiß nicht genau, wofür alles steht. Zum Beispiel das hier, Bitrate. Okay, die Bitrate einfach sehr, sehr hoch. Da habe ich gar keine Ahnung, was das heißen soll. Fovage. Ist das Field of View? Könnte was mit Field of View zu tun haben. Auf 0. Und dann auch noch die FPS. Ich habe sie auf 60. Man kann sie natürlich aber auch auf 30 zum Beispiel setzen. Damit die Leistung von der Oculus nicht zu krass darunter leidet. Bei der Quest 1 habe ich es gemerkt. Bei manchen Spielen beim Aufnehmen, dass es nicht mehr so flüssig lief. Bei der Quest 2 hatte ich bis jetzt noch keine Probleme damit. So, ich habe die ganzen Kommandos jetzt auch mal eingegeben. Setze die Quest nochmal auf und gehe auf Video aufnehmen jetzt einfach wieder. So, ich gehe jetzt wieder auf Quest 2. Videoshots. Und starte das Video und man sieht, jetzt ist das Ganze im Vollbild. Man muss dabei beachten, wenn man eine Party öffnet, also eine Audio-Party in der Quest, die wird nicht übertragen. Genauso wenig wie man deine eigene Stimme, oder jetzt meine eigene Stimme, wird beim Aufnehmen mit der Quest nicht mit aufgenommen. Das heißt, ihr habt eigentlich nur den Spielsound. Zum Beispiel bei Population One, wo ja in-game der Sprachchat ist, dann hört man wenigstens die anderen. Aber für sich selber braucht man auf jeden Fall nochmal ein externes Mikro, mit dem man sich dann aufnimmt. Das kann theoretisch auch das Handy sein, je nachdem, was euch zur Verfügung steht. Am besten ist natürlich ein PC mit einem vernünftigen Mikrofon. So, wenn euch das Kabel hier nicht stört und ihr die Option habt und die Möglichkeit nutzen wollt, das Bild auf euren PC zu spiegeln, dann könnt ihr das Ganze hier über Stream from your headset to PC machen. Man kann hier auswählen Quest 1 Auflösung oder Quest 2 Auflösung. Dann drückt ihr Start Stream und sobald man das Headset anzieht, seht ihr schon, habe ich hier mein Bild auf dem PC. Und zwar im normalen Oculus-Menü. Ne? Das ist wichtig, weil, klar, ihr könnt auch mit Oculus Link euch natürlich verbinden und dann zum Beispiel den Oculus Mirror nutzen. Beziehungsweise allgemein, wenn ihr dann ein SteamVR-Spiel startet, wird das Bild natürlich auf dem PC auch angezeigt und dann könnt ihr das auch so einfach abfangen. Aber wenn ihr jetzt ein Oculus-Spiel zocken wollt, dann ist das auf jeden Fall eine Option, die ihr nutzen könnt.
Wirklich interessant wird das Ganze jetzt aber natürlich durch die Wireless-Methode. Dafür müsst ihr dann einen Account erstellen. Man sieht, ich habe mir hier schon einen gemacht. Ich habe jetzt hier keinen Namen stehen, aber ich kann mich auf jeden Fall abmelden. Das ist auf jeden Fall wichtig, dauert auch nicht lange. Einfach hier oben müsste dann ein Button mit Anmelden sein. Klickt ihr drauf, meldet euch an. Geht auf jeden Fall ganz fix. So, wenn ihr das gemacht habt, dann zieht ihr eure Brille wieder an. Startet den Browser und öffnet die Seite SideQuest. SideQuestVR.com. Was ist das für ein Vorschlag? Com. Hashtag. Nein. Und wie komme ich auf die Tastatur wieder? Login. So. Genau. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht genau hingeguckt, wann das gefunden hat, aber eigentlich, wenn man es einmal eingibt, speichert er die Seite ja auch. Man kann sie bestimmt auch als Lesezeichen hinterlegen. So, ganz einfach. Und dann meldet ihr euch an. Ich bin natürlich kein Roboter und sehe hier PKW, da PKW und sehe da PKW und ach, das ist aber ein großes PKW. Junge! Gut. Ich hoffe, er hat jetzt akzeptiert, dass ich kein Roboter bin. Und bin jetzt angemeldet. Genau. Jetzt sieht man das auch als Zach McFly. Klickt ihr dann auf den Wireless-Modus, klickt auf Connecting, Attempting Wi-Fi Connection, wartet kurz ab und dann könnt ihr das Kabel abziehen und die Verbindung bleibt bestehen. So, und wenn ihr jetzt wieder auf Start Stream klickt, seht ihr auch meinen Bildschirm ohne Kabel auf meinen PC gespiegelt. Ich weiß nicht, wie stabil diese Verbindung ist. Ich habe es jetzt noch nicht getestet. Werde ich auf jeden Fall jetzt auch mal machen, weil klar, das ist auf jeden Fall die bequemste Variante. Und wenn das alles gut funktioniert, werde ich auf jeden Fall in Zukunft häufiger damit auch meine Videos aufnehmen. So, ich ziehe sie jetzt auch mal wieder aus. Und ich hatte ja auch gesagt, in SideQuest ist ein kleiner Store versteckt. Man sieht hier, da sind wirklich einige Spiele, auch viele, die es so natürlich auch im Oculus Store gibt. Das ist dann Paid Content, steht dann hier, ne? Das heißt, da würde ich aufpassen. Also damit dann online gehen oder so, weiß ich nicht. Ich würde es mich jetzt nicht trauen. Ich habe keine Lust, dass mein Account gesperrt wird. Deshalb konzentriere ich mich dann eher so auf diese kleineren Minispiele. Zum Beispiel jetzt sowas finde ich interessant, kann ich ja direkt mal installieren. Attack on Quest ist ein Attack on Titan Spiel. Install to Headset. Jetzt startet er den Download. Man sieht hier auch die 1, Running Task. Und er muss jetzt noch die APK runterladen. Ist ja das Ganze ist ein Android-System. Wenn ihr jetzt so irgendwo aus dem Internet noch Spiele findet mit einer APK-Datei, könnt ihr diese natürlich auch hier installieren. Ne? Install APK-File from Folder to Computer. Dann könnt ihr die einfach auswählen. Und das Ganze wird installiert. Unter Currently Installed Apps finde ich dann zum Beispiel auch alle Spiele, die ich auf meiner Oculus installiert habe. Zum Beispiel Population, Beat Saber, Big Screen VR und so weiter. Und zum Beispiel auch Pokémon VR. Das ist so das erste Spiel, was mir direkt in den Kopf gekommen ist. Pokémon, direkt mal gesucht, ob es da was gibt. Und das habe ich mir direkt runtergeladen und installiert. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze dann hier auch einfach über Sideload starten. Video kommt übrigens morgen dazu.
Ich schaue jetzt nochmal kurz, ist fertig installiert, genau. Aber das Ganze ist natürlich jetzt auch auf der Brille installiert. Oh, Moment, dann kann ich ja eigentlich jetzt wieder hier, Start Stream. Genau, ach, ist ja praktisch. Guck, da muss ich hier nicht die Aufnahme starten. Ich habe Controller in der Hand. So, wenn ich jetzt hier so drauf bin, dann finde ich die natürlich jetzt erstmal nicht. Dafür muss ich dann hier dann auf unbekannte Quelle gehen und sehe dann hier Attack on Quest oder Pokémon VR. Ich starte jetzt einfach mal Attack on Quest, kenne ich selber noch nicht. Audioaufnahmen, ja, ist okay für das Mikro. Wow, okay. Ja, man sieht auch schon, ne? Wie gesagt, das sind dann Fanspiele. Ist jetzt natürlich jetzt nicht so grafisch so krass. Aber erweitert auf jeden Fall noch ein bisschen euer Repertoire an Spielen. Oh Gott, ist das laut! Alles klar, okay. So, komm, dann kann ich das Ganze jetzt auch noch beenden. Alles klar, genau. Junge, 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 ich mach's mal kurz aus. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich zocke das aber jetzt gleich direkt nochmal ein Rundchen. Ja, was könnte ich noch zeigen? Könnte ich noch irgendwas zeigen? Nein. Also, ihr habt gesehen, ihr könnt mit der Oculus selber aufnehmen, entweder in diesem komprimierten Bild oder halt über SideQuest das Ganze dann auf ein Vollbild setzen. Ihr könnt natürlich den Oculus Link nutzen und habt dann natürlich das Spiegelbild auf eurem Bildschirm. Wenn ihr die ganz normalen Oculus Quest oder Oculus Spiele zocken wollt, könnt ihr auch einfach nur das Kabel benutzen, ohne Link zu aktivieren und dann über SideQuest hier auch euer Bildschirm spiegeln. Oder vorausgesetzt, ihr legt dann auch da einen Account an, die Wireless-Möglichkeit, ne? Dass dann das Ganze über WLAN an den PC geschickt wird. So, wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie entweder sofort oder ich setze mich damit dann auseinander und ja, je nachdem antworte ich dann in den Kommentaren oder wenn etwas Aufwendigeres ist, mache ich auch nochmal ein neues Video. Und ja, danke euch fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, drückt den Like-Button und haut rein.